Super schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, Berlin-Friedrichshain, saniertes Haus, schön mit Fahrstuhl. Wir haben Laminatfußboden, haben auch gerade Glück. Es kommt gerade die Sonne ins Haus. Die Wohnung ist komplett westseitig, schön mit Laminatfußboden. Wohnung ist ein Traum, aber die fangen erstmal in der Küche an und sieht man mal, wie die Abendsonne schön reinkommt im Garderobenbereich. Dann oben drüber die Ablage, schön, dass man eine Tasche und alles abstellen kann, oder Hüte für die Damen. Schönes Garderobenbereich, abends Sonne, wenn sie scheint natürlich. Heute haben wir mal Glück, nach 10 Wochen gehen wir erstmal gleich in die Küche. Da haben wir einen neuen Fliesenfußboden. Und wir haben von allen Zimmern, einschließlich Küche, Blick auf den Berliner Fernsehturm. Da sind zwar viele Wolken, aber die Sonne kommt trotzdem gerade durch. Da ist der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Ein Traum schlechthin. Durch den Baum durchgucken können wir nicht. Aber hinterm Baum ist der Park Friedrichshain, das sind so knapp 4 Minuten. Jetzt sind wir in der Küche sozusagen, haben wir einen Gasherd, dann haben wir die Spüle und rechts neben der Spüle haben wir den Platz für die Waschmaschine. Nochmal rausgucken, schön, schönen Ausblick. Wie gesagt, Wolken haben wir reichlich heute, aber wir haben auch noch die Sonne ein bisschen da. So dass wir das in Ruhe angucken können. Wie gesagt, Gasherd, Spüle und rechts daneben kommt die Waschmaschine hin. Da hinten haben wir genügend Platz für einen Schrank, einen Kühlschrank oder einen Tisch schön. Da ist auch genügend Platz. Wir haben Schallschutzfenster und wenn man aus der Küche kommt, hat man gleich wieder das Garderobenbereich, dann die Ablage oben drüber und die neue Elektrik. Dann gehen wir Richtung Eingang nochmal zurück, weil da haben wir, weil wir in der Garderobe gerade waren, eine sehr schöne große Kammer. Eine riesige Kammer. Ich sage immer Schuhparadies für die Damen oder Sportsachen für die Männer, wie auch immer. Große, riesige Kammer. Wir haben auch einen Keller noch, wir haben einen Fahrradplatz unten, also alles genügend vorhanden. Dann machen wir erst das erste Zimmer hier vorne. Wie gesagt, alles westseitig. Und abends kommt, ist grad, wir sind gerade spät, wir sind bei 19 Uhr heute. Vorher war die Besichtigung. Und abends schön die Sonne rein. Einfach wunderbar. Jetzt werden die Bäume natürlich langsam grün. Da haben wir da den Blick auf den Berliner Fernsehturm. Aber wir können mal auffahren. Ah, man kann gerade so nur durchgucken. Es halt die Bäume im Sommer. Aber es ist positiv, da wird es nicht so warm haben. Da ist der Park Friedrichshain da hinten. Dann machen wir jetzt mal einen Blick ins Zimmer vom Fenster aus gesehen. Kommt abends die wunderschöne Abendsonne rein. Na, hat was. Beide Zimmer fast gleich groß geschnitten, nur das eine fast rechtwinklig, der andere ein bisschen länglich. Das werden wir gleich sehen. Das machen wir als nächstes. Jetzt gehen wir zurück in die Diele und gehen jetzt ins zweite sonnige Zimmer. Wie gesagt, das ist ein bisschen längs geschnitten, das andere ein bisschen rechteckig. Zweite Zimmer, traumhaft schöne Abendsonne. Wahnsinn. Natürlich haben wir das hier hinten auch. Haben wir das gleiche, natürlich schöne. Ja, ein Blick auf den Berliner Fernsehturm.
Also hat sich die Sonne natürlich extrem stark heute. Trotz der Wolken, die sind jetzt fast weg. Da hinten ist der Park für die Sonnenbilder. Jetzt einen schönen Blick ins Zimmer mit der traumhaften Sonne. Wie gesagt, wir haben mit dem Mund draußen drauf, wir haben Schallschutz drauf, wir haben ordentliche neue Fenster drin. Aber so viel Sonne hätte ich heute nicht erwartet. Wir haben auch Regen angesagt wieder. Aber ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Jetzt noch mal ein Blick schön in den großen Dielenbereich, hinten mit der Kammer. Da sieht man, wie schön abends die Sonne reinkommt. Jetzt gehen wir wieder zum Garderobenbereich und genau gegenüber haben wir ein innenliegendes Wannenbad, schön gefliest, super schönes Wannenbad. Ziemlich zwei Zimmerwohnung, 60 Quadratmeter, zwei Wege geeignet. Da sind wir schon wieder durch. Dankeschön fürs Zuschauen, schön gesund bleiben. Zauberhaften Abend und bis zum nächsten Mal vielleicht. Danke euch, tschüss.